No, jetzt geht natürlich mein Drucker. Also das ist wirklich so, ich verstehe es nicht. Der geht immer so nach einer halben Stunde oder so aus, einfach mittendrin und immer, wenn ich irgendwo in einem Meeting bin. Und ich habe es halt vergessen, weil er kein Geräusch macht, aber dann plötzlich nach einer halben Stunde. Also ich habe jetzt nichts gehört. Wir können Wirklich natürlich an der nicht? Stelle jetzt einen krass lauten Drucker Ja. einspielen. Das Eigenleben von Linz Drucker. Freizeitstress Berlin. Freizeitstress Berlin. Frag, ich habe eh so ein bisschen das Gefühl, dass wir eigene Rubriken noch oder so Unterformate machen könnten, weil alleine, dass ich jetzt so viel auch immer mit dem Flixbus fahre, ich habe eigentlich fast jede Woche eine neue Busstory. Oh Gott, Also. Flixbus, warum fährst du denn Flixbus? Ist ja schrecklich. Ja, ich weiß, wir haben ja auch über das 9-Euro-Ticket gesprochen. Ja, das irgendwie, es hat sich so ergeben, weil ich in meinem Leben irgendwie nicht schaffe, so richtig früh zu planen und dann habe ich immer, plane ich kurzfristig und dann sind mir 3,5 Stunden Zeit, um nach Dresden zu fahren und die tun mir zu sehr weh und dann nehme ich dann doch den Bus, wo ich auch arbeiten kann und dann an dem Platz sitze und so kommt das dann immer, weil das dann die günstigste Variante ist. Ja, okay, du bist auch ein bisschen kleiner als ich. Ich finde das mit dem Bussitzen immer sehr unangenehm. Ja. Aber ich hab jetzt das 9-Euro-Ticket öfter genutzt in letzter Zeit tatsächlich. Und bin zum Beispiel in die Märkische Schweiz gefahren. Das ist so in der Richtung Polen. Da fährt hier eine Regionalbahn hin, die auch schon so auf Polnisch die Ansagen macht. Und also kann ich empfehlen. Ist sehr süß. Aber also Märkische Schweiz, also da darf man sich nicht zu viel drunter vorstellen. Also ich sag mal, da sind so drei, vier Hügel und die haben auch immer so einen schönen Schild oben drauf stehen, wie hoch man gerade ist. Aber mehr als 100 Meter ist das irgendwie auch nicht so wirklich. Und da, also es sind auch nur die drei Hügel. Also es ist ein Schweizchen, so sagen wir so. Aber es ist sehr Ist nicht hübsch. die sächsische Schweiz. Nee, das ist die Nicht Märkische verwechseln Schweiz, an der genau. Stelle, Ja. bitte. Es gibt irgendwie 300, 200 oder 300 Schweizen in Deutschland, habe ich letztens gelernt. Schweizen, Weil das ist das ja auch mal irgendwann lustig. mal total in Mode war, so das Schweizer Vorderland. Und dann haben plötzlich alle Orte in Deutschland, die Tourismus wollten, haben plötzlich und einen kleinen Hügel neben dem Dorf, haben sich dann die irgendwasche Schweiz genannt. Ja, aber das ist ja hübsch da. Da kann man irgendwie, kommt man von Berlin gut hin und irgendwie, genau, eine Dreiviertelstunde, Stunde mit der Bahn irgendwie und dann nochmal mit dem Bus nach Buko. Da ist auch das Brecht und Weigel Haus. Haben die so ein Atelierhaus gehabt. Und da kann man dann irgendwie schön zu in Hügel und Seen spazieren. Ja, sehr unspektakulär, spektakulär ihre Landschaft und Ausflugsgebiet. Und ich war jetzt an einem Freitag. Das war ganz gut. Da war auch echt nicht so viel los. Ja, am Wochenende ist es vielleicht ein bisschen mehr. Ja, Frank, weil ich wollte jetzt schon fragen, ist das jetzt eine Empfehlung oder nicht? Also als du die großen Berge zu kleinen Hügeln hast lassen werden durch deine Beschreibung, dachte ich schon so, naja, muss ich da jetzt über eine Stunde hinfahren mit Bus und Bahn. Aber dieses Brecht und Weigel Ja. Haus, ja, ist ja auch noch ein guter Anreiz und dann noch Nee, also Seen. wenn ich sage, das sind keine hohen Berge, dann ist es auch durchaus ein Kompliment. Ich komme ja aus dem Okay. Flachland und also mir reichen so 100 irgendwas Meter an Berg schon aus. So, dann denke ich so, gut, habe ich mal was geschafft. Also ich finde das, ich bin damit voll zufriedengestellt mit so ein paar Hügeln. Ich brauche keine steilen Steilhänge und Gletscherspalten. Nee, danke. Okay, ja, das ist doch gut, aber ja. Hast du noch was vom letzten Mal? Ich habe noch eine Sache, habe ich auch noch geschafft von meiner Liste aus dem letzten Monat. Hast du noch was anderes gemacht? Ich bin total traurig, weil ich hatte 3 Versuche, zu Sibylle Bergemann zu gehen, mir vorgenommen. Und ich möchte gerne an dieser Stelle ein Plädoyer dafür abgeben, dass die Museen einfach länger aufhaben sollten. Also ich verstehe es nicht, warum wie ich bis 18 oder 19 Uhr in der Woche das schaffen soll, in so ein Museum zu gehen, wenn Mensch Vollzeit arbeitet. Also wie soll denn das funktionieren? So, und dann hatte ich den Plan, mit einer guten Freundin in der Mittagspause zu gehen. Hat aber nicht geklappt, natürlich, also weil dann doch irgendwie viel los und du willst dem ja auch die Wertschätzung geben, die es braucht in so einem Museum und nicht reinrennen und 3 Minuten später wieder los müssen. Deswegen, ja, ich glaube, es ist kein gutes Thema, Freak. Ich möchte da noch Okay. hingehen und es ist ein Glück auch noch lange auf, aber es nervt mich. Aber warst du eigentlich mittlerweile in der neuen Nationalgalerie? Freak.
Willst du eigentlich so in all meinen Dark Spots hier rumbohren? Nein, war ich nicht. Es fiel mir nur ein, weil ich jetzt vor ein paar Tagen auf Instagram jemanden gesehen habe, der da jetzt irgendwie gerade mit dem Familienbesuch in Berlin war und dachte mir, oh, diese paar Bilder würde ich auch gerne in echt sehen. Und dann habe ich an dich gedacht, ob du da wohl schon warst. Nein. Okay. Ich hätte aber was, ich habe ein Positivbeispiel wegen der Museumsgeschichte, aber vielleicht hören wir uns erst an, wo du warst vom letzten Mal. Ach so, ja, ich war im Haus der Kulturen der Welt in der No Masters Territories Ausstellung über feministische Kunst, Dokumentarfilmkunst seit den 60ern, 70ern. Und die ist ganz cool, aber es war eine ganz interessante Situation, weil ich war da quasi, als ich da war, es war an einem Montag, da ist immer Eintritt frei im HKW und ich glaube, ich war der einzige Cis-Mann ohne weibliche Begleitung in der ganzen Ausstellung. Das muss ich mal vorweg sagen. Also da war ich auch allein, war ich noch abends auf dem Weg, bin ich da vorbeigekommen, dachte ich, ah, habe ich noch Zeit, gehe ich ein Stündchen rein und gucke da ein paar Filme an. Und ich glaube, ich war der einzige Cis-Mann ohne weibliche Begleitung. Und das war ganz interessant, weil es gab da halt auch ja viele Filme, die sehr, sehr körperlich, also leiblich waren. Ne? Zum Beispiel eine berühmte Filmarbeit, die da ausgestellt ist, die besteht nur aus Nahaufnahmen von Vulven. So aus 17 Frauen oder so, zwischen 3 Monaten und 80 Jahren oder so. Und die besteht nur aus Nahaufnahmen davon. So. Und man konnte in dieser Ausstellung, kann man immer sehr gut sehen, wer gerade vor welchem der ganzen Filme sitzt. So, ne? Und dann hatte ich immer so Stimmen im Kopf, die überlegt haben, okay, stehe ich jetzt hier schon zu lange vor oder nicht lange genug? Kann ich jetzt, also wenn da niemand anders vorstand, hatte ich so das Gefühl, werde ich jetzt so als Male-Gazing-Mann angeguckt. Und das war sehr lustig, weil ich quasi die ganze Zeit irgendwie das immer so im Hinterkopf hatte, so komische Unsicherheiten von, stehe ich jetzt hier schon zu lang oder muss ich jetzt so zum nächsten gehen? Oder wieder, dass ich quasi im Gucken versucht habe, die Körper, die ich gesehen habe, auszublenden. Also die quasi unsichtbar zu machen. Was ja ironisch ist, weil es ja quasi genau um das Sichtbarmachen dieser Körper geht. Bei dieser Art von Film kurz. Und ich war bei der Situation, dass ich quasi wegen so einer unangenehmen, wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich hier als weißer, allein rumstehender Mann, muss ich jetzt besonders schlau oder kunstinteressiert gucken, damit klar ist, dass ich das als Kunst angucke und nicht als objektifizierte Körper. Das war sehr aufregend. Ja, auf eine ganz andere, unerwartete Art und Weise hat mich die Ausstellung dann noch eine Weile beschäftigt. Na klar. Ja, und irgendwie auch, wie du sagst, es geht ja genau um diese Körperlichkeit und das wird gezeigt und das musst du ausblenden, weil in dem Moment irgendwie, wie respektvoll damit umgehen, oh Gott. Naja, okay, ich muss es nicht, aber es ist spannend, dass ich quasi damit dann so hadere. Ne? Also da merkt man, ich habe noch viel Feminismusarbeit an meiner Männlichkeit zu tun. Ach, aber voll gut, dass du da warst. Ja, ne? Okay, was war das zweite, wo du warst? Ich war nur bei dem. Ah, okay, gut, dann kann ich nämlich Feminismus gleich als Übergang nutzen. So viele schöne Übergänge. Der Ausflug war eigentlich auch schon ein guter Übergang. Und zwar werde ich auf das Wilde Möhren-Festival fahren. wahrscheinlich waren sehr viele ZuhörerInnen da schon, aber für mich ist es das erste Mal. Und ich fahre zur Seelenschaukel, also das ist ja das Wochenende, es gibt ja 3 verschiedene Wochenenden und eins war auch schon Anfang August und jetzt Seelenschaukel ist Mitte August, also 13. bis 15. Und das ist das Festival, was sich alles so um Achtsamkeit, um Wohlbefinden, um Körpergeist, Zusammenhang und um auch so gesellschaftliches Wohlbefinden, würde ich es jetzt einfach mal nennen, dreht. Und da gibt es einen Vortrag zum Beispiel zu feministischen Pornos und den würde ich mir gerne anhören, genauso wie, also es gibt viele Vorträge, es gibt natürlich Musik auf, ich glaube, 6 verschiedenen Floors und wie sich das für ein Festival gehört. Und dann sehr viele Workshops, also sehr viel Atemtechnik. Es gibt Achtsamkeit in Beziehungen, finde ich auch total spannend. Argumentationstraining, auch Argumentationstraining gegen rechts. Und genau, von den Vorträgen eben feministischer Porno.
nachhaltige Lieferketten, also auch so von der Themenspanne her riesig. Aber das sind die zwei, die ich mir schon mal rausgesucht habe. Und dann natürlich auch so Talks über Russland, also wie ist die Situation, ist Russland isoliert, was kann noch gemacht werden damit? Oder also wie gehen wir mit der Situation um, auch mit psychischen Krisen, Krisenumgang. Also was passiert mit der Resilienzfähigkeit der Menschen in Krisensituationen und wie kann die gestärkt werden? Also all das, was so gesellschaftliche Themen, aber auf dein Wohlbefinden, auf deinen Körper, auf dich bezogen. Und genau, sehr, sehr viel Input. Dann noch Yoga. Yoga on the Move ist dabei, kennen wir beide. Und genau, von den DJs muss ich tatsächlich, also da bin ich ja leider, ich weiß auch nicht, ey, wie viele Jahre Berlin und Club und was auch immer, aber es gibt sehr viele Menschen, die sich sehr viel besser damit auseinandersetzen. Ja, das ist ja auch okay. Ich bin immer froh, wenn man jemanden kennt, der sich damit auskennt. Da muss man das nicht selber wissen. Das ist in Ordnung. Genau. Und ich kenne mich nur, also ich kenne Khaleesi im Kombo mit Sarah Kreis aus dem Kater Blau, also da schon ein paar Mal gehört. Und das finde ich, also ich weiß noch, dass es so ein bisschen so auch melancholisch, melodisch, jetzt fängt sie doch an, Musik zu erklären, aber ich fand es total schön, also ich fand es irgendwie so tanzbar, Techno natürlich, aber gleichzeitig auch mit diesen so, oh, bisschen trance-mäßigen, ja, so, darauf freue ich mich sehr und es ist irgendwie auch so ein Wohlfühlfestival, also es ist wirklich für mich, ich sehe das eher wie so ein Ausflug und nicht so ein Saufparty. Mhm. Erlebnis. Aber spannend, also ich wusste nicht, dass das so thematisch so geteilt ist auf verschiedene, also weißt du, wie die anderen Schwerpunkte sind oder ist das? Das erste, was schon war, damit habe ich mich nicht so viel beschäftigt, aber ich glaube, das war vor allem einfach so, Tanzen, so, mhm. Also eher so Musikfokus. Und das, was jetzt noch kommt, das ist Ende August, beziehungsweise am 19. bis 22., nicht Ende, sorry, das ist der Maskenball. Und da geht es vor allem, also Schwerpunkt auf Performance, auf so kleinen KünstlerInnen, Theater, ja. Also eigentlich cool. Echt irgendwie richtig, richtig schön. Ja. Von wegen lange Nächte. Also von wegen die Nacht durchmachen. Wow. Es gibt diesen Monat zwei lange Nächte, die mir aufgefallen sind, zu denen ich beide wahrscheinlich nicht hingehen kann, weil ich selber irgendwo anders eine lange Nacht haben werde. Aber die ich hier erwähnt haben möchte. Und die eine Nacht ist jetzt quasi direkt am kommenden Wochenende, wenn wir das hier aufnehmen. Das ist die lange Nacht der Astronomie. Das ist am 13.8. Und die ist dieses Mal auf dem Tempelhofer Feld. Das heißt, da kann man dann den ganzen Abend, Nacht irgendwie durch aufgebaute Teleskope gucken und sich Sachen erklären lassen. Und es gibt da Veranstaltungen. Und das ist super, weil am 12., in der Nacht vom 12. auf den 13. ist, glaube ich, auch das Perseiden-Maximum. Das heißt, also die Sternschnuppennächte sind jetzt am kommenden Wochenende auch. Das heißt, das super zum Sternschnuppen gucken. Und wenn der Himmel, also hoffentlich ist das quasi der Himmel so frei, dass man auch noch vielleicht spannende Planeten sieht. Aber das eine ist, wie gesagt, die lange Nacht der Astronomie auf dem Tempelhofer Feld dieses Jahr. Und dann gibt es natürlich noch die lange Nacht der Museen. Aber da habe ich mir nichts eingeguckt, weil an dem Wochenende bin ich nicht in Berlin. Ja, ich habe sie gelesen und das ist nämlich auch mein Positivbeispiel für Museen. Ich habe mich ja gerade so aufgeregt, dass sie immer so kurz aufhaben. Aber in dieser Nacht hätte ich, wenn ich hier wäre, die Chance, sehr lange in Museen zu gehen. Es fängt ja 18 Uhr oder von 18 bis 2 Uhr. Und ich glaube, es sind so 75 verschiedene Museen in Berlin. Am 27. August, habe ich das schon gesagt, dann sage ich es nochmal. Genau. Und ich dachte mir so, cool, genau das brauche ich ja eigentlich. Wie gesagt, bin auch nicht da. Und was ich ganz schön finde, ist, dass es nicht nur, also du kannst also an Museen, das glaube ich, da fange ich an und höre nicht wieder auf, die alle aufzuzählen, die dabei sind. Da können wir gerne die Übersicht verlinken. Aber ich habe zwei Sachen gesehen, die ich total schön fand. Das ist einmal, dass auch vor dem CO Berlin ab 20 Uhr Musik gespielt wird, Soul und Jazz und Berliner Unterwelten. Mhm. Da soll es eine richtig coole Performance-Installation geben. Das wird irgendwie so ein Mix aus einer Erzählung bildender Kunst und aus Lichtspielen. Das sind so die zwei Sachen, die ich mir angucken würde, wenn ich da bin. Schön. Ich gehe vors Museum zum langen Nacht der Museen. Nein, ich würde natürlich auch reingehen, aber ja. Genau, die kann ich an der Stelle hervorheben.
Und ich bin sehr traurig, dass es die nur einmal im Jahr gibt. Vielleicht kann ich mein Plädoyer erweitern und das auch noch mit reinnehmen. Also Museen insgesamt länger aufhaben plus bitte diese nach der Museen öfter machen. Und würde dir reichen, quasi, wenn an einem Werktag die länger offen haben? Wäre ein Anfang. Und, oh ja, noch eine Sache, bitte nicht jedes Museum einen verschiedenen Ruhetag. Das ist auch noch so eine Sache. Dass du jedes Mal, also du musst ja immer wieder individuell gucken. Wirklich? Ja, früher gab es doch immer montags. Ich habe jetzt aber, doch, ich meine aus meiner Erfahrung heraus, dass es jetzt verschiedene, also manchmal ist es der Dienstag oder mal Mittwoch zu. Ja gut, wer weiß, das hat bestimmt irgendwelche richtig wichtigen Gründe. Ja, ja. Von wegen Museen, also ich habe auch zwei Ausstellungen, die ich mir gerne angucken würde, die jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten laufen. Da muss ich dann natürlich auch gucken, wann die laufen. Ah ja, stimmt, ich sehe es gerade. Die eine hat auch nur dienstags bis samstags geöffnet. Das ist nämlich, die eine Ausstellung ist nämlich in der Zwinger Galerie. Und die heißt Pferdemädchen, A Little Girl's Horse Craze. Und die beschäftigt sich mit dem Phänomen des Pferdemädchens. und seinen kulturellen... Okay. kulturellen Produkten, sagen wir so. Es gibt sogar, es steht in der Beschreibung von der DFG, also der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in der Abteilung Ethnologie, ein Projekt zum Thema Pferdemädchen, weil sich, Zitat, in der Figur des Pferdemädchen sich gesellschaftliche Ordnungen wie Geschlecht, Mensch, Tier, Alter verdichten und ihre Subversion in unerwarteter, subkulturspezifischer Weise zum Ausdruck bringen. Ich weiß nicht, ob das, also vielleicht ist das auch nur ausgedacht, vielleicht gibt es dieses Forschungsprojekt nicht wirklich, aber ich bestimme auf jeden Fall, dass Pferdemädchen eine gesellschaftlich, bestimmt kann man aus dem Pferdemädchen und wie es sich gewandelt hat im Laufe der BRD, DDR, Bundesrepublik-Geschichte, bestimmt eine Menge lernen. Da gibt es auf jeden Fall Kunst zum Thema Pferdemädchen, genau, in der Zwinger Galerie. Dienstags bis samstags geöffnet, nachmittags bis Anfang, Mitte September noch. Ja, und 18 Uhr wahrscheinlich zu. Ja. Okay, ja, wirklich. Ganz kurz Pferdemädchen. Ja. Ich muss jetzt doch mal, weil ich finde das sehr witzig. Ich habe immer sehr stark betont, dass ich früher ein Pflegepferd mit einer Freundin hatte, aber wir waren keine typischen Pferdemädchen. Das war mir seit Kind auf ganz wichtig, weil wir waren auch mal auf dem Reiterhof und das ist schon eine krasse Hierarchie, kann ich es nicht nennen, aber krasse Kultur. Also so, wenn du dann nicht jeden Tag bist und dazugehörst, dann musst du erstmal dich irgendwie beweisen. Und ich weiß noch, ich hatte sehr viele Situationen, wo ich sehr viel Angst hatte, Menschen zu fragen, ob sie mir mal helfen können, das Pferd ready zu machen, weil ich es halt einfach nicht konnte. Weil ich dann dachte, wenn ich das jetzt mache, dann werden sie mich verurteilen, dass ich ja gar nicht reiten kann oder nicht bereit bin. Oh, wow. Okay, wow. Krass. Liebe Storys hier, aber mit Pferdemädchen, also, ja. Meine Freundin betont auch immer, dass sie kein Pferdemädchen war, obwohl sie viel Zeit mit Pferden verbracht hat. Aber das finde ich faszinierend. Also das ist so ein bisschen so ein Cheerleader-Ding, so, dass man dazugehört und wer nicht und ja. Ich glaube, so ein Stall ist ein hartes Pflaster. Ja, ohne Hufe. Ja, egal. Okay. Kommen wir schnell zur anderen Ausstellung. Die ist in einer der kommunalen Galerien in Neukölln. Da gibt es ja mehrere von. Und die heißt Sumpf der Wunder. Und die ist in der Kunstbrücke am Wildenbruch. Das ist eine Galerie in der historischen Toilettenanlage an der Wildenbruchbrücke. Die wurde irgendwann zur Galerie umgebaut. Da war ich auch noch nie. Und anscheinend kann man immer noch den ursprünglichen Nutzen dieser Räume noch gut erkennen. Und da gibt es genau die Ausstellung Sumpf der Wunder, die geht bis Ende Oktober noch und beschäftigt sich mit hypothetischen und pseudodokumentarischen Szenarien zur möglichen Neuordnung der Welt zwischen Apokalypse und Utopie, also Klimawandel und Endzeitstimmung, aber ja, so wie die Beschreibung klingt, auch mit ein bisschen also Spaß dabei. Und das finde ich gerade sehr wichtig, weil ich habe wieder sehr viel mit Klimadepression zu tun im weitesten Sinn. Da hätte ich gern ein bisschen künstlerische Arbeit, die sich entweder mit meiner Angst auseinandersetzt oder mir Mut macht oder mich davon ablenkt oder das irgendwie transformiert in Kunst. Ja,
Ich war noch nie an dem Ort, aber das klingt gut. Und wenn ich das nächste Mal in Neukölln bin, würde ich da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und Stichwort Klimaangst. Ich werde dir dann berichten von der Wilden Möhre, von dem Workshop zu Resilienzfähigkeit in Krisenzeiten. Ja, unter bitte. Anderem bezogen auf die Klimakrise. Ja, ach, ich hätte auch irgendwie gesehen, dass im HKW ist jetzt auch was zum Anthropozän oder wird bald kommen, aber ich habe nicht reingelesen, ich habe es nur so ein bisschen von der Thematik her. Ja, ja, da gibt es gerade eine Ausstellung im Foyer, so eine kostenlose. Ah, ja. Die ist aber, also ich habe mir die bis angeguckt, ich glaube, dafür braucht man eine Führung. Oder muss ich lang Begleitmaterial vorher durchlesen? Die fand ich jetzt nicht so schnell greifbar. Also das kann man nicht sich eben schon angucken. Ist nicht so, okay. Also ich glaube, da braucht man quasi ein bisschen Kontext für. Ja, ich hatte, das war auch ein Grund, warum ich mich dann dafür entschieden habe, nicht so sehr reinzulesen, weil es war auch sehr forschungsorientiert und das finde ich cool, aber irgendwie war es für mich so, war zu viel, zu kleinteilig, aber das deckt sich ja voll. Also ich glaube, das Projekt ist richtig cool, aber ich habe irgendwie 5-6 Minuten lang mir Sachen da durchgelesen, habe es in der Zeit nicht richtig verstanden und dann hatte ich keine Lust mehr, noch mehr Zeit dafür aufzubringen. Aber ich glaube, wenn man mehr Zeit aufbringen würde, wäre es bestimmt sehr spannend. Ja. Du hattest ja auch ein anderes Ziel an dem Tag. Ich hatte auch ein anderes Ziel, genau. Ja. Aber Ausstellungen, die schon durch das Titelbild sehr greifbar sind. Da habe ich eine mitgebracht, die begann schon längst im Juni, aber sie geht noch bis zum 21.08. und zwar die Ausstellung im Kunstraum Kreuzberg-Bethanien mit dem Namen Werbepause, groß geschrieben, genau. Und da geht es um die Kunst des Subvertising. Und das finde ich ganz spannend. Oder auch Adbusting und was passiert da? Ich glaube, so mit Cultural Hacking haben wir auch schon öfter drüber geredet. Also so, wenn eigentlich Botschaften umgedeutet werden und das ist so die Kunst darin, den öffentlichen Raum wieder zu befreien oder anders über die Werbung die Werbebotschaft umzudrehen, so dass du wieder anfängst, darüber nachzudenken. Also so ein bisschen antikapitalozentrische Hegemonie. Wow. Ich fand den Begriff so sehr schön. Genau, und das finde ich in der Hinsicht total spannend, weil es werden einerseits Sachen aus dem öffentlichen Raum vorgestellt, aber auch die Strategien dahinter, oder nein, nicht die Strategien, aber die Aktionen, wo dieses Adbusting betrieben wurde. Das finde ich irgendwie ganz cool. Weißt du eigentlich, was aus Berlin werbefrei geworden ist? Nee, habe ich mich auch gefragt. Da muss ich nämlich darüber denken. Da gab es doch, also auch, weil jetzt auch wieder quasi drüber gesprochen wurde im Rahmen von Stromsparen, dass es ja so viel beleuchtete Werbung gibt in der Stadt. Und das schon jetzt, weil irgendwie, wo die Wahrzeichen nicht mehr angestrahlt werden, nachts sich schon irgendwelche ganzen Tierarten drüber freuen und so. Es gab doch mal dieses Volksbegehren, Volksentscheidsanstoßprojekt. Das muss ich nochmal schauen, was daraus geworden ist. Wahrscheinlich ja. Nichts, sonst hätte man es ja mitbekommen. Hätten wir es eigentlich, ja. Aber ich musste irgendwie auch, ich glaube, das Beispiel habe ich ja schon mal gesagt, mit dem, mit diesen, wo von Heidi Klum die Taille überall mit Edding kräftiger gemalt wurde, weil halt viel zu krass bearbeitet, als es Germany's Next Topmodel Werbeplakate überall gab. So in die Richtung. Und ich würde gerne noch den einen. Genau. Ja. Hier steht auch noch einmal, das wird irgendwie bringt für mich auch auf den Punkt, Subvertising nutzt Fälschung als satirisches Element, um die Öffentlichkeit zum Nachdenken und zur Faktenprüfung anzuregen. Die zeitweise Wiederaneignung des öffentlichen Raums wird als befreiendes Moment erlebt. Ich finde auch so diese Wiederaneignung total schön, also sich zu überlegen, okay, wer kommuniziert da eigentlich die ganze Zeit mit dir und du bist im Alltag ja dauerhaft damit dem ausgesetzt und aber ich glaube, ich mag generell Cultural Hacking sehr. Und eine Frage fand ich auch noch schön. Darüber habe ich sehr lange nachgedacht, aber ich kann dir noch keine Antwort geben. Und zwar, kann durch eine Plakatwand Solidarität vermittelt werden?
Und wenn ja, wie? Nein, aber so sich zu fragen, okay, wie müsste denn Werbung dann aussehen, wenn sie nicht dieser Kapitallogik folgen würde und was wäre da drauf? Und natürlich gibt es schon ganz viele Versuche, aber wie würdest du Werbung gestalten und für was würdest du Werbung machen? Ja, die Frage ist, wäre es dann noch Werbung, ne? Ja. Also ist es, wenn quasi kein Konzern dahinter steht, sondern eine Kollektive, eine Genossenschaft, ob man das dann noch Werbung nennen könnte, also das würde ich bezweifeln. Oder ob nicht Werbung an sich unvereinbar ist mit, naja, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ja. Aber apropos Aneignung des Stadtraums, das ist ein sehr guter Übergang. Oh, jetzt bin es ich gespannt. Es gibt diesen Monat das Project Space Festival. Das ist sehr cool. Das Project Space Festival, das beschäftigt sich mit Projekträumen. Also Berlin lebt ja, also der Berlin, was Berlin mit so reizvoll macht, sind ja quasi die vielen Projekträume und selbstorganisierten Räume und Kunsträume, die es gibt. So. Und wenn irgendwo plötzlich ein Raum leer steht, ein altes irgendwas, dann kommen plötzlich Leute und wollen da irgendwie Kultur und Kunst drin machen oder Projekte drin organisieren. Und dieses Festival nimmt sich, es besteht aus 31 Veranstaltungen, glaube ich, die verteilt in der ganzen Stadt in Projekträumen stattfinden. So, und es gibt eine schöne Karte, da kann man drauf gucken und quasi sehen, wo zum Beispiel bei dir im Bezirk irgendwelche Projekträume sind, von denen du vielleicht noch nie gehört hast. So, ne? Also zum Beispiel, am Spoiler, das ist so ein Galerie-Kunstraum in Moabit, bin ich schon öfter vorbeigefahren, aber habe mir nie die Mühe gemacht, mal zu gucken, was so in deren Programm ist. Und dann habe ich die jetzt in der Liste gesehen. Also ja, klar, Spoiler. Das Spoiler ist ja auch ein Projektraum. Und habe jetzt direkt deren Newsletter abonniert quasi. Und bin ich jetzt am Start. Und ja, es sind ein paar sehr coole Sachen dabei. Also es lohnt sich mal darauf zu gucken, weil wie gesagt, das sind so auch oft ja Orte, die quasi eben nicht so, da sind wir bei der Werbung, haben nicht Werbung an jeder Litfaßsäule, sondern von denen muss man oft wissen, dass es die gibt oder in Netzwerken sein, wo man dann quasi die richtigen Posts oder die richtigen Veranstaltungen sieht, aber auch wenn die quasi vielleicht gar nicht so weit von da sind, wo du quasi wohnst. Und das finde ich sehr cool, so ein Festival zu haben, was diese Art von, diese freie Szene und dieses Verhandeln und Umgehen mit Freiräumen feiert. Ja, ich finde es auf einigen Ebenen total cool, weil ich kann das nur unterstreichen mit dem, dass Mensch es überhaupt nicht wirklich mitbekommen mit den Projekträumen. Also ich habe von den beiden, die sogar auf meiner Straße, einer von dem erst gehört, als eine Freundin da sich getroffen hat, als sie so aktivistisch gegen in den Hambacher Forst sind und so, dass sie dort halt auch ihre Meetings und so gemacht haben. Und ein anderer Siebdruckwerkstatt über drei Kontakte aus anderen Kiezen dann erfahren, dass es sie auch gibt. Also klar hätte ich mir irgendwie denken können, aber findest du kaum im Internet. Deswegen finde ich das in der Hinsicht total spannend. Und auch, weil freistehender Raum, ich meine, es ist leider nicht oft die erste Überlegung von Menschen, da Kunsträume draus zu machen. Oft gibt es da ja auch ganz andere Interessen, um das auch nochmal deutlich zu machen oder sichtbar zu machen. Ja, finde ich voll cool. Aber warte, ich habe noch nicht ganz, also was, und stellen sich diese Projekträume dann an sich vor oder was passiert dann dort im Rahmen des Festivals? Also das ist ja unterschiedlich. Das hängt ein bisschen von den Orten ab, aber quasi, es gibt auf jeden Fall immer quasi, die machen quasi, würde ich sagen, für sich typische Veranstaltungen, die dann in diesem Rahmen so ein bisschen laufen. Also viel so Performance, Ausstellungsabende mit Programm so. Ja. Ein paar Konzerte mit, also es hat immer meistens irgendeinen bildenden Kunstzusammenhang, aber nicht unbedingt. Also da passieren Dinge, die da auch sonst passieren, aber jetzt vielleicht ein bisschen verdichteter. Für das Festival. Also sie machen einen Programmpunkt für das Festival. Genau. Aber ich hätte kurz überlegt, ob es wie so eine offene Werkstatt oder offene Atelier ist, dann so offene Projekträume und dann kommst du dahin und hast so ein paar. Nee, aber finde ich richtig cool. Okay, dann kann ich mir voll was drunter vorstellen. Ja, bei mir das war's. Oh, ich habe hier noch stehen. Genau.
Tag der offenen Tür des Bundeskanzleramts. Und das habe ich, ich dachte mir so, ach nee, ich werde es mir nicht näher angucken, weil irgendwie schon oft Führungen in so einem Bereich gemacht. Also ich sehe mich da jetzt nicht, aber ich finde das ganz lustig, weil in diesen Tagen sieht man dann relativ häufig Menschen mit diesen Tüten rumlaufen. Irgendwie. Und also manchmal ertappe ich mich, dass ich dann immer so denke, ah ja, heute ist wieder so ein Tag der offenen Tür und die ganzen Ministerien machen da auch mit. Das ist der 20. und 21. August. Also selbst wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, ich glaube, es wär den ZuhörerInnen aufgefallen. Ja, ich hatte das Banner gesehen, was über die Spree gespannt ist. Es gibt ja die Brücke am Bundeskanzleramt rüber zum Hubschrauberlandeplatz, glaube ich, oder so. Und da hängt großes Banner dran, jetzt schon seit ein paar Wochen, für den Tag auf eine Tür. Aber ich war noch nie im Bundeskanzleramt. Du? Ja, aber ich glaube, mit meinem Studium kann das sein. Weiß ich war immer nur im Bundestag. Nie im Bundeskanzleramt. Naja. Aber ich glaube, ich habe auch andere Prioritäten. Am Ende ist es ja auch nur ein Bürogebäude, ne? Na, also sie werden sich da schon ein bisschen was ausdenken. Und ich meine, so in die Ministerien zu gehen, ist auch interessant. Aber irgendwie an so einem Tag, das ist dann immer so überfüllt. Ich weiß nicht, dann gibt es immer diese Infostände mit Radiergummi und Bonbon. Ah, das ist super. Ich brauche ein neues Radiergummi tatsächlich. Ich habe gestern noch eins gesucht und keins gefunden. Jetzt überlege ich nochmal, waren wir oder war das nicht das Bundeskanzleramt? Naja, ich werde nochmal in meinen Notizen kramen. Schau mal, ob du eine Tasche findest. Ja, genau. Okay, also sehr viele Tag und Nächte im... Okay, es gibt Tage und Nächte im August. Wow. Das ist ein sehr guter Anfang für Tage ach Gott, nee, ich habe es den Witz verkackt, das wollte ich mit Morgen und Abenden machen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es passiert viel. Na gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Tag der offenen Tür des Bundeskanzleramts. Dankeschön. Und ich wünsche dir viel Spaß beim achtsamen Atmen und Raven. Dankeschön. Ciao, Frag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.